Etwa 450 Menschen folgten am Donnerstagabend dem Aufruf des Wirtschaftsfördervereins Bischofswerda zum Protest gegen die aktuelle Energiepolitik der Bundesregierung auf dem Altmarkt. Auf dem Rednerpodest stand neben Unternehmern aus der Region wie Steffen Thiele von der GDI Gastrodesign, Jens Mümelt von der Schiebocker Fleischverarbeitung, Fanny Franke von Franke Weine und Spirituosen sowie Karl-Louis Lehmann von der Töpferei Lehmann aus Neukirch, auch Oberbürgermeister Holm Große. Sie alle prangerten die derzeitige Energiepolitik der Bundesregierung an, die zu immer weiter steigenden Kosten führe und den Mittelstand in seiner Existenz bedrohe. Alle verfügbaren Energiequellen müssten genutzt werden. Zugleich mahnten einige Redner, die Bemühungen um eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts zu verstärken. Andreas Brzezinski von der Handwerkskammer Dresden nannte die jüngsten Beschlüsse der Bundesregierung Schritte in die richtige Richtung, die aber nicht ausreichten. Erste Schritte sind eingeschlagen. Ein Preisdeckel für Gas ist im Raum stehend. Das ist ein richtiger Schritt, aber der geht nicht weit genug. Eine Abschlagszahlung im Dezember, gemessen an Gaspreisen von 2021, wird nicht ausreichen, um die entstehenden Kosten zu decken. Und ein Gaspreisdeckel, der ab März greift, wenn der Winter vorbei ist, wird den Unternehmen keinen Rückhalt bieten können. Den Unternehmen nicht und auch den Bürgern nicht. Die Teilnehmer waren ohne Plakate oder Fahnen auf dem Altmarkt erschienen und verzichteten auf Sprechchöre, sparten aber an besonders markanten Redestellen nicht mit Beifall. Der jetzt der Besessenheit einer Ideologie geopfert werden soll.